Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und Herr Minell und ich haben ja bei anderer Gelegenheit auch schon einmal miteinander zu tun. Ich will zunächst einmal kurz sagen, also ich bin sicherlich nicht derjenige, der die Position der Union hier verteidigen muss und auch nicht also Herrn Montgomery in Schutz nehmen muss. Aber ich glaube, die Kritik, die Sie vorgetragen haben, Herr Minelli, war so nicht korrekt und hilft Ihnen auch nicht. Also es ist nicht richtig, der Unionsfraktion vorzuwerfen, es ginge um das Geld der pharmazeutischen Industrie oder hohe Krankenhausumsätze. Man mag mit den ethischen Überzeugungen der also Kollegen nicht einverstanden sein, und ich bin es nicht, um das klar zu sagen, aber das ist nicht die Motivationslage. Es hat keinen ökonomischen Hintergrund, das ist einfach eine andere ethische Überzeugung, die man nicht teilt, aber so, wie Sie es dargestellt haben, stimmt es nicht. Stimmt auch nicht einmal für Herrn Montgomery, wo ich glaube, dass er, was die ethischen Belange dieser Problematik angeht, also die Ärzteschaft nicht gut vertritt. Ich bin selbst Arzt und fühle mich dann nicht vertreten. Ich bin auch also Mitglied einer Kammer, also in Nordrhein wurde ich da für Ärzte, also bei Drohung des Entzugs der Approbation verboten ist, und ich glaube, dass das nicht richtig ist, um es klar zu sagen, aber ich glaube, Sie tun sich selbst keinen Gefallen damit, indem Sie die also Diskussion so zuspitzen. Das macht es der Gegenseite leichter. Ich will meine eigene Position also kurz vortragen. Also ich habe selbst einen Gesetzentwurf in Vorbereitung zusammen mit dem Kollegen Hinze von der CDU im Übrigen und auch also anderen Kolleginnen und Kollegen anderer Fraktionen. Da geht es im Wesentlichen um eine Verlagerung der Möglichkeiten der Sterbehilfe. Also ich bin nicht der Meinung, dass die Sterbehilfe kriminalisiert werden sollte in Deutschland. Ich bin nicht der Meinung, dass etwas, was also dem Einzelnen erlaubt ist, sozusagen dem anderen in der Beihilfe dann also strafrechtlich untersagt werden darf. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass wir eine Veränderung benötigen. Das setzt ein bisschen an dem, also, was Herr Kusch gesagt hat, und zwar der Punkt mit dem grünen Licht in dem Sinne. Grünes Licht gibt es halt nur für diejenigen, die bei Ihnen im Verein oder in ähnlichen Vereinen Mitglied sind. Und die also somit die Prozedur durchlaufen haben, also dass sie durch Vereinsmitgliedschaft sich diese Erlaubnis, wenn man so will, eingeholt haben. Ich bin für ein viel niederschwelligeres Verfahren, und zwar sind pro Jahr etwa 400-500 Fälle in Deutschland. Das ist etwas, was die Ärzteschaft selbst übernehmen kann, ohne dass man in Vereinen Mitglied ist, ohne dass man sich an Recht erwirbt, ohne dass man sich auskennt mit Kriterien, die erfüllbar sind. Es gibt sehr viele Kollegen, die zur Sterbehilfe bereit sind, wenn die Bedingungen erfüllt sind, das heißt, man schließt aus, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, eine behandelbare Depression, wenn man ausschließt, dass derjenige im Moment sich in einer Krise befindet, wo der also willentlich, sagen wir mal, robust ist, wenn man dort bestimmte Vorsichtsmaßnahmen einbringt, dann ist das etwas, was Ärzte leisten können. Natürlich nicht jeder Arzt kann das und nicht jeder Arzt soll das. Aber weshalb soll man nicht die Ärzteschaft auffordern? Wir machen als Ärzte sehr viel, um Menschen in die Situation hineinzubringen, wo Sterbehilfe ein mögliches Thema wird. Ich bin selbst als Wissenschaftler sehr aktiv im Bereich der Onkologie. Und wir begleiten also mittlerweile schwer Tumorkranke in Lebensphasen, die früher undenkbar gewesen wären. Das hätte früher, sagen wir mal, niemand so erlebt oder durchleben können. Das machen wir als Ärzte zusammen mit den Patienten. Übrigens nicht immer aus Gewinnspielen, Herr Minelli, das ist nicht so. Sondern wir versuchen halt vieles, mal klappt es nicht. Aber wenn es nicht klappt, dann bringen wir den Patienten in eine Situation, wo der Sterbewunsch vernünftig sein kann und durchaus nachvollziehbar. Und dann sind wir Ärzte aus meiner Sicht auch in der Pflicht, den Sterbewunsch zu erfüllen, helfen. Und dafür brauchen wir aus meiner Sicht die Vereine nicht. Ich kritisiere die Arbeit der Vereine nicht in der Art und Weise, wie das die Verbotsanträge machen. Das ist nicht meine Art. Wenn Sie von mir auch keine entsprechenden Stellungnahmen finden. Aber ich finde ein niedrigschwelliges, nicht kommerzielles Angebot durch die Ärzteschaft wäre organisierbar. Dazu sind sehr viele Kolleginnen und Kollegen bereit. Und das ist das Motiv für unseren Antrag. Das ist im Prinzip eine neue Organisation der Sterbehilfe unter Zuhilfenahme der Ärzteschaft.
was aus dieser Vorstand gerade bei meinen Kolleginnen und Kollegen umstritten ist. Aber in der Ärzteschaft gibt es viele Unterstützer und ich baue darauf, dass wir hier in eine vernünftige Diskussion hineinkommen. Ich danke Ihnen zunächst für die Aufmerksamkeit.